Hallo meine Lieben, heute gibt es von mir ein neues Du bist, was du liest Video. Ich lese sehr gerne, ich habe so das Gefühl, viele von euch tun es auch. Aber ich habe so gemerkt, ich bin nicht die Beste im Erklären, um was es in den Büchern geht und so. Aber ich versuche es euch näher zu bringen. Viele interessiert auch immer, was ich lese. Ja, wir reden gar nicht weiter drum herum. Ich bin etwas gehetzt, ich muss nämlich in 20 Minuten los. Aber wir schaffen das und ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Bevor wir aber anfangen, wollte ich noch sagen, ich habe jetzt ein Postfach. Das habe ich schon auf ein paar Social Networks angekündigt. Aber hier nochmal, weil hier folgen mir sozusagen die meisten. Ich poste das unten in die Infobox, wenn ihr mir einen Brief schreiben wollt oder eine Postkarte. Da würde ich mich sehr freuen. Dann schickt das doch dahin. Wegen Antworten, das hat mich auch schon jemand gefragt. Wenn ich jedem von euch jetzt antworten würde, das würde ich gerne machen, beziehungsweise ich hätte wahrscheinlich gar nicht die Zeit dazu, aber das würde sehr viel Geld am Ende kosten. Also für euch kostet es praktisch pro Person nur so 60 Cent oder keine Ahnung, aber für mich würde das sehr viel Geld kosten. Deswegen kann ich das leider nicht machen, aber wenn ihr eure Namen auf irgendwelchen sozialen Netzwerken hinschreibt, dann antworte ich euch oder versuche es zumindest. Das erste Buch, was ich beendet habe, ist Reasons to Stay Alive von Matt Haig. Ich habe mir das gekauft, weil ganz viele irgendwie gepostet haben, dass sie das gerade lesen. Ich kann mich jetzt gerade nur an Deliciously Ella erinnern, aber die war zum Beispiel eine und ich liebe ja alles, was sie macht. Deswegen wollte ich auch dieses Buch und ich muss zugeben, ich habe nicht viel drüber gelesen, was es ist. Ich habe es einfach mir ausgesucht und gekauft. Und es stellte sich heraus, dass es um Matt Haig selber ging, der eine sehr, 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 sehr schwere Depression hatte. Und es geht um Depressionen. Es geht darum, wie er sie überwunden hat oder wie er sie mit der Zeit, über die Zeit hinweg, sie überwunden hat. Es ist voller Hoffnung. Er macht so Listen. Zum Beispiel, ich lese euch mal eine vor. Eine Liste ist How to Live und 40 Pieces of Advice, die er euch gibt. Und dann eben so eine Liste voller Dinge, über die man sich freuen kann irgendwie so ein bisschen, die man wahrnehmen sollte, die man machen sollte und die einem zum Leben helfen. Und das ist ja, worum es geht. Depressiv sein heißt ja auch oft, dass man im Leben kein Glück mehr sieht. Und er steckte so tief in dieser Depression drin und es war so interessant zu lesen, wie es diesem Mann oder wie es einem wirklich geht. Man lernt das Innere einer Depression kennen sozusagen. Und das fand ich sehr, sehr interessant. Und für einige von euch, die mir immer wieder schreiben, dass es ihnen schlecht geht oder dass sie sich sogar umbringen wollen, ja, ich kriege solche Nachrichten. Und ich denke mal, ich kann euch nicht helfen. Ich kann euch nur immer wieder sagen, dass es besser werden wird. Und damit fängt dieses Buch auch an. Er sagt, wenn ich das geschaffen habe und er ist wirklich, hat so tief darin gesteckt, dann könnt ihr es auch schaffen. Und das Buch sagt einfach aus, dass man nie aufgehen sollte. Das ist die große Aussage von diesem Buch. Nie aufgeben. Und das ist auch meine Meinung. Noch eine schöne Liste, die ich gepostet habe. Self-Help. Wie man die Zeit stoppt. Küssen. Wie man in der Zeit reist. Lesen. Wie man der Zeit entrinnt, sozusagen. Musik. Wie man die Zeit fühlt. Schreiben. Wie man die Zeit released. Das ist die Übersetzung. Freilässt, sozusagen. So. Breathe, also atmen. Und ich fand das einfach so schön. Das sind so einfache Dinge, die man aber muss das Leben einfach wahrnehmen, solange man lebt. Ich habe diesem Buch 4 von 5 Sternen gegeben. Diese Bewertungen sind immer für das, was das Buch eben ist. Also jetzt nicht im Vergleich mit anderen Büchern, weil das ist einfach mehr so ein Selbsthilfebuch, kein Roman oder sowas. Aber 4 von 5 Sternen für das, was es ist. Ich mochte es sehr, sehr gern. Das nächste Buch, was ich gelesen habe, habe ich auf Watchpad, dem App, gelesen. Deswegen habe ich das nicht hier, aber es ist Nothing More von Anna Todd. Das ist ja meine Lieblings-After-Autorin. Das Buch kommt im September, glaube ich, als richtiges Paperback raus. Aber ihr könnt es auch auf Wattpad lesen, also ist halt kostenlos. Und es geht eben diesmal nicht um Tessin und Harry oder Harden, sondern um Landon. Das ist sozusagen der beste Freund von Tessa und der Bruder von Harden. Wie dem auch sei, er lebt jetzt in New York, er lebt mit Tessa zusammen, aber Tessa spielt eher am Rand so eine Rolle. Und er lebt da eben das ganz normale Leben. Was ich ja an Büchern so liebe, muss ich entscheiden so ein bisschen zwischen zwei Mädchen. Ein davon heißt Nora.
Ich bin fast ausgeflippt, als ich das gesehen habe. Ich so, eine Figur in, also in der After-Reihe heißt Nora. Ich habe mich sehr gefreut. Was auch schön war, so zu lesen, war, dass das Ganze aus der Perspektive eines Mannes war. Und das ist natürlich auch schön. Die meisten Bücher, die ich lese, sind aus der Perspektive einer Frau. Wobei, hier haben wir es sehr gemischt in den Büchern, die ich euch heute zeige. Aber ja, viele Jugendbücher sind aus der Perspektive eines Mädchens. Aber das ist eben auch schön, mal das so zu sehen, wie die das sich so denken und wie die auch auf Mädchen reagieren. Ja, wir sind nicht die Einzigen, die ausflippen. Außerdem ist das wieder so schön zu sehen, dieses alleine Leben. Das zehrt richtig an mir, so dass ich noch hier bei meinen Eltern wohne. Ich würde so gerne raus in die weite Welt. Er lebt in New York. New York ist so die tollste Stadt und meine Lieblingsbloggerin war auch gerade fast 4 Monate in New York und ich so, ich will da auch hin. Das wirkt alles so wunderbar auf mich und so aufregend und genau, aber alleine dieses alleine Leben, das macht mich schon so sehnsüchtig irgendwie und ja, das war schön mit anzusehen. Und was auch bei diesem Buch einfach wieder war, das hat gezeigt, also es ist ein pures Unterhaltungsbuch sozusagen, aber das Leben ist irgendwie voller Drama. Aber das Leben macht einfach Spaß, auch wenn es voller Drama ist. Wir müssen das alles nicht zu ernst nehmen, sondern einfach das Leben genießen, auch wenn manchmal was schief geht. Und deswegen kriegt dieses Buch von mir 4,5 von 5 Sternen, weil es einfach der Beste ist. Was noch so der, also ich weiß nicht, Tessa und After und so, das hat mich noch mehr so in den Bann gezogen. So richtig so, ich muss jede Sekunde meines Tages lesen. Aber das ist dieses Buch auch sehr nah dran an der Perfektion. So, also das zweite Buch. Da gibt es noch eine Weiterführung, das heißt Nothing Less. Gibt es auch auf Wattpad, ist aber noch nicht zu Ende geschrieben und ich will das lieber lesen, wenn das komplett ist. Deswegen lese ich das jetzt nach den Büchern, die ich jetzt lese. Nächstes Buch, was ich gelesen habe, oh meine Güte, ist Eleanor und Park. Dieses Buch habe ich mir von meiner Freundin Christiane ausgeliehen. Ich habe es bei ihr gesehen, sie meinte, ja, kannst du mitnehmen. Und dann war ich im Urlaub und habe die ganze Zeit übelst auf das Buch aufgepasst, hatte das immer in so einer extra Tasche in meinem Dings und dann kam ich wieder und hier unten war das kleinste bisschen Folie ab. Hier so. Jetzt ist es noch viel mehr ab, aber es war das kleinste bisschen Folie ab. Und ich so, nein. Nein, ich kaufe ihr neues. Weil letztes Mal habe ich schon ihr Buch so ein bisschen geschrottet, also da war nur so eine Ecke abgeknickt. Aber sie ist so eine, die will überhaupt nicht, dass ihre Bücher irgendwas haben. Ich bin ja so eine, ich mache richtig so. Ne? Aber jetzt habe ich mir gedacht, nein, ich kaufe ihr sofort ein neues. Also Christiane, wenn du das siehst, du kriegst ein neues Buch. Du kriegst es noch in der Amazon-Verpackung. Ich fasse das neue Buch nicht an. Ich habe das dann also als meins tätowiert, sozusagen, was wunderbar gut ist, weil es wirklich eins meiner Lieblingsbücher ist. Dieses Buch war so wunderbar gut. Es ist aus zwei Perspektiven geschrieben. Einmal aus der Perspektive von Eleanor und einmal aus der Perspektive von Park. Das Besondere an der ganzen Sache ist Eleanor. Sie ist ganz besonders. Und zwar nicht so besonders, dass man zu diesen Besonderheit aufstrebt sozusagen, dass man selber so sein will wie sie, sondern sie ist besonders im Sinne von, man würde sie wirklich angucken, auch ich. Aber sie ist unglaublich liebenswert. Sie ist zurückhaltend, sie ist schüchtern, sie ist nicht, fühlt sich nicht wohl in ihrer Haut. Sie kommt aus einer ganz schlimmen Familie, schlimme Verhältnisse, haben kein Essen, haben keine Badezimmertür, aber sie wird eben reingeschmissen in diese Welt und lernt dann eben Park kennen. Park ist der Einzige, der sich so mit ihr unterhält. Sie verlieben sich, etc., etc. Es ist eine Liebesgeschichte. Aber es ist nicht so boom, 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 sondern es ist so ganz langsam gehen die beiden aufeinander zu. Und es ist so schön mit anzusehen und so schön zu lesen. Und ja, diese beiden sind einfach, vor allen Dingen Eleanor ist eben einfach auch so liebenswert und irgendwie aber auch bemitleidenswert in ihrer Art. Und Park fängt sie eben auf. Und das ist einfach so schön zu lesen. Und diese abwechselnde Perspektiven, die ergänzen sich eben total und wechseln sich ab. Und das ist auch so gut. Es war so einfach zu lesen. Es war so ein ganz entspanntes Lese, aber es war trotzdem irgendwie spannend und trotzdem irgendwie herzwärmend. Und letztendlich denkt man, wenn man das liest, zweimal über die gute Situation, in der man lebt, nach, wie viel Glück man hat, dass man ein eigenes Zimmer hat, wie viel Glück man hat, dass der Kühlschrank voll ist, wie viel Glück man hat, dass man nicht geschlagen wird zu Hause, etc., etc. Und dass man beliebt ist in der Schule oder sowas, da denkt man zweimal nach, weil es gibt's und das muss man sich immer wieder für Augen führen, Leute, denen es viel, viel schlechter geht. Meine liebste Stelle im ganzen Buch zeige ich euch mal, die habe ich auch, glaube ich, auf Snapchat gepostet. Ich markiere das ja immer, da das Buch jetzt meins ist, konnte ich hier auch markieren. Ich bin so froh, dass ich das Buch nicht wieder abgeben musste. Deswegen ist es eigentlich ganz gut, dass das Schicksal es gleich kaputt gemacht hat. Jedenfalls, she looked like art and art wasn't supposed to look nice. It was supposed to make you feel something. Und das ist eigentlich so eine schöne Stelle.
So, das drückt eigentlich auch richtig Eleanor aus. Sie war nicht hübsch, also sie war nicht schön, sie war Kunst, innerlich und äußerlich. Ich gebe diesem Buch 4,9 von 5 Sternen, weil ganz vorne mit dabei, dieses Buch. Es war nicht so, dass ich es jetzt 10-mal wieder lesen würde, dann würde ich es 5 Punkte geben, aber es hat mich auf jeden Fall sehr, ich fand es einfach total gut. Ich sitze ja immer danach da und küsse meine Bücher und dieses Buch war einfach toll. So, und das letzte Buch, was ich euch zeigen kann, ist Das Gegenteil von Einsamkeit von Marina Keegan. Das ist eigentlich ein bisschen traurig, weil sie hat in Yale studiert, also in einem College in der Ivy League oder University, wie auch immer. Und 5 Tage nach ihrem Abschluss, also sie war wirklich ganz oben mit dabei, sie war eine der Besten. Sie war total talentiert, hatte schon eine Anstellung und alles. 5 Tage nach ihrem Abschluss hatte sie einen Autofall und ist mit 22 Jahren gestorben. Das ist eigentlich so schlimm, wenn man sich das mal überdenkt. Das ist wie, als würde ich nach meinem Abitur sterben. So. Jedenfalls, das sind Texte, Stories und Essays, die sie hinterlassen hat. Und sie schreibt unglaublich gut. Also es ist keine weiterführende Geschichte, wie schon gesagt, sondern es ist einfach viele kleine verschiedene Welten, die einem eröffnet werden. Man lernt immer neue Charaktere drin, kennen immer neue Orte oder auch sie selber, indem sie Essays schreibt. Und es ist einfach total unterhaltsam. Es ist mega, mega präzise und gut geschrieben. Und ja, was mich so ein bisschen stutzig gemacht hat, sie schreibt eben auch über den Tod oder irgendwie so, sie tut das Thema so manchmal mit so ansprechen. Und dann denke ich mir, die wusste damals, als sie das geschrieben hat, nicht, dass wir das alle lesen, wenn sie schon tot ist, dass sie so früh stirbt. Und es gibt hier eben auch das erste, womit das Buch beginnt, ist ihre Rede. Sie hat eine Abschlussrede gehalten in Yale. Und da sagt sie eben auch so, wir sind so jung. Wir sind so jung. Wir sind 22 Jahre alt, wir haben noch so viel Zeit und es ist so traurig, das zu wissen, dass sie das gesagt hat und dass das eigentlich stimmte, aber dass irgendwie sie nicht mehr da ist jetzt und dass sie jetzt keine Zeit mehr hat sozusagen. Genau, also es war ein wunderbares Buch. Es hat mir so viel Freude bereitet beim Lesen und auch so viele neue Impulse gegeben irgendwie. Und was ich mir hier angestrichen habe, das ist eben auf dieser Rede, das Gegenteil von Einsamkeit, so hieß die Rede. Und das sagt eben, wir haben kein Wort für das Gegenteil von Einsamkeit, aber wenn es eins gäbe, könnte ich sagen, genau das will ich im Leben. Und mit diesem Zitat möchte ich jetzt mein Video beenden. Ich glaube, das ist eine ganz positive Sache. Und was ich noch sagen wollte, wenn euch so interessiert, was ich gerne lese und so weiter, ich tue euch mal von Suella ein Video in die Infobox. Sie hat genau denselben Buchgeschmack wie ich und erklärt das irgendwie viel besser als ich. Die hat auch so einen Suellas Book Club, wo sie ganz viele gute Bücher vorstellt, die auch jetzt alle, wirklich alle, in meiner Wunschliste sind auf Amazon. Und weil immer mal welche fragen, ob ich meine Wunschliste von Amazon öffentlich machen kann sozusagen, das mache ich nicht, weil da sind halt auch andere Sachen drauf. Hätte auch kein Problem, wenn ich es machen würde, aber mache ich jetzt einfach nicht, weil das ist irgendwie so, keine Ahnung, privat. Aber ich schreibe euch ein paar Buchtitel in die Infobox. Da könnt ihr ja selbst mal gucken, vielleicht interessiert euch was. Und das sind dann auch so die nächsten, die ich lese, aber manchmal kommt sowas Ungeplantes dazwischen. Das hatte ich zum Beispiel auch auf der Wunschliste, aber ganz weit unten, das hätte ich mir jetzt nicht als nächstes bestellt, aber ich habe es im Buchladen gesehen, wo ich mit meiner Mama war und da hat sie es mir gekauft. Das war es jetzt, was ich sagen wollte. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich muss jetzt loshetzen. Wie spät haben wir es denn? 10 Minuten habe ich noch. Los geht's. Und tschüss, bis nächsten Sonntag.